Was denn? Ja gut. Du darfst nicht vergessen, dass die drei Linien, die da aus der Eisenbarrenfabrik laufen, die laufen doch eigentlich über Überschuss alle wieder so, dass es eigentlich hinkommen müsste. Ich weiß zumindest, wieso die zwei Fabriken hier nichts produzieren. Warum? Naja. Input ist Output. Du pumpst über 780 rein. Das heißt, du produzierst auch über 780 und das schickst du auf einem Fließband raus, was halt nur 780 kann. Das heißt, du produzierst mehr, als dieses Fließband kann. Wie viele Eisenstangen laufen hier raus? 780... Moment. 780 plus 75 plus 3,75, was wir da hatten. Also 858,75. Beziehungsweise 780, weil du nicht mehr produzieren kannst. Wo genau? Bei dem hier? Diese alles, was hier? Alles, was du übertaktet hast, ist zu viel. Wie wäre es denn, wenn wir das einfach dann hier übertakten, auf der Seite? Weil das läuft durch ein anderes Fließband. Hier, wo ich jetzt stehe. 1, 2, 3, 4, 5, das läuft ja hier raus. Guck, es läuft hier weiter. Welches, wo? Ich sehe dich nicht. Moment. Allerdings brauche ich hier gar nicht so viele. Das läuft hier anders. Ja, guck doch, das läuft hier lang. Ich habe einmal Eisenstangen, die rauslaufen. Ja, Moment. Die laufen direkt hier oben in die nächste Halle. Und einmal Eisenstangen, die ich brauche, um Schrauben zu machen. Und die okay, laufen dann muss ich mal kurz anders rechnen. Dann sind es nicht 52... Dann sind es durch 4 mal 3, dann sind es nur 39, weil die hier in einem... Was sind das für Splitter? Das sind 50-50 Splitter, ne? Ne, Moment, Overflow geht einfach nur weg. Okay, der fließt durch, geht. Der geht darüber, die haben keine Priorisierung. Die kommen von hier, das sind... Okay. Dann passt es soweit ja doch noch. Wo kommt der denn her? Kommt von hier. Dieses staut sich. Das ist der sich staut. So staut er sich dann? Moment. Der stockt hier doch zwischendurch. Aber wenn der stockt, dann ist hier doch irgendwo anders was zu voll. Moment, der... Das ist ein Merger. Es ist ein Mysterium. Das heißt, wenn du hier nur 39 mal 15 plus 75 waren, glaube ich, auf der... Seite komplett. Ne, Moment, der eine hier nicht. Doch, Moment, das sind trotzdem 5. 5, der eine hat mehr. Plus 3,7. Okay, 66 circa. Gehen hier hoch. 660 Naked Cowboy. Oh Gott, nein. So. Wir gehen hier rum, hier stockt es komplett. Hier stockt es einfach nur. Weil du anscheinend keine 660 verbrauchst. Das. Reden wir gerade immer noch über Eisenstangen? Ja. Okay, dann geht es hier rein. In modulare Rahmen. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 mal 10 mal 4 plus 2. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bei den Modulen. Du weißt, dass die nicht immer alle gleich getaktet sind. Ich glaube, da war einer untertaktet. 10 mal 4 plus 2. Ja, das ist auch echt schön, dass ihr zu kommt. Welche ist untertaktet? Der eine. Also wird. Also 41,25 dann halt nur. Okay. Okay. 41,25 mal 12 macht 459 an Verbrauch an Eisenstangen und du pumpst über 600 hier rein. Sicher? Nee, ne? Bist du nicht sicher? Wieso baust du das so ungleichmäßig, ey? Eieiei. Du pumpst auf jeden Fall mehr rein, als du da rausholst. Aber das ist mit dem, Kalkulator durchgerechnet. Das kann gar nicht sein. Ja, keine Ahnung, was du hier machst. Also du hast ja... Also du hast ja drei Linien, die hier überhaupt reingehen. Drei von den vieren. Und das 13 Stück mal 3. Das sind 39 Fabrikatoren, die hier zu den schweren modularen Rahmen Eisenstäbe reinpumpen. Und 39 mal 15 sind 585. Und das sind jetzt nicht mal die, die übertaktet sind. Hä, aber irgendwas kann da doch nicht stimmen. Aber warte mal. Was ist denn hier? Hast du das hier unten gesehen? Welches hier unten jetzt noch? Hier. Hier. An dem Ding. Ja. Ist Überschuss, der rausläuft. Ja, aber den habe ich mir gerade gar nicht angeguckt. Ich habe mir gerade nur das angeguckt, was hier geradeaus rausgeht. Das, ja, was sich hier ja aufstaut. Aber das geht ja eigentlich nicht raus. Das läuft doch teilweise auch hier rüber. Guck, das läuft hier rein. Und dann läuft das hier weiter zu den Schrauben. Ja, aber ich wollte ja nur gerade mal da oben gucken. Da verbrauchst du ja gerade mal, was hatte ich gesagt? Keine Ahnung, die Rechnung ist weg. Aber ich dachte, das, was zu viel ist, wird per Überschuss hier rausgeballert und dann hier hinten hin. Ja, so weit bin ich noch nicht. Also du hast jetzt hier 495, die du hier verbrauchst. Wenn es alles richtig laufen würde, aber es kommen nicht genug schwere Rahmen an, weswegen eine Fabrik auch gar nicht richtig läuft. Also du verbrauchst im besten Fall hier 495 Eisenstangen. Was hatten wir eben? Also 39 mal 15 minus 495. Circa 90 gehen hier raus. 90 plus, wie viele sind das hier noch? 90 plus. Also circa 285 plus ein bisschen Übertaktung. Wahrscheinlich geht das dann eher an die 300. Was sich ja auch schon sehr dann anstaut. Wo geht denn das hier noch hin? In Schrauben. Der ist übertaktet, der nicht. Der ist übertaktet, der nicht. Der ist übertaktet, der nicht. Der ist nicht übertaktet. Okay, drei Übertaktete. Der Rest ist auf C. Außerdem ist irgendwo mittendrin nochmal ein übertaktet, das weiß ich nicht. Okay, gehen Sie hier noch weiter. Hier ist nicht mal eine Fabrik. Hier ist einfach nur ein Strommast. Wie soll man das denn jetzt berechnen? Wie das? Okay. Okay, dann ist nur noch eine übertaktet, aber wir stellen uns vor, hier ist eine Fabrik. Hä? Wie das nur ein Strommast? Jetzt hier doch kein Müll. Du meinst das Ding hier, wo nur ein Strommast steht? Ich komm jetzt. Und wenn du Unsinn erzählst, wirst du gespankt. Natürlich ist hier keine Fabrik. Weil... Ja, dafür hast du auch zwei übertaktet. Hallo? Das sag ich ja, das zählt wie eine Fabrik. Verstehst du nicht, warum hier keine Fabrik ist? Die beiden Reihenkonstrukteure,
Hier. Siehst du dieses Förderband? Ja. Die produzieren schon zu viel. Ja. Was, also gerade nicht zu viel. Wenn ich das noch hätte weiterlaufen lassen, dann wären hier am Ende nur 780 rausgekommen, obwohl da viel mehr produziert wird. Ja. Deswegen habe ich es gesplittet. Ja. Oh Gott, der ist nicht mal... Der ist krumm übertaktet. Okay, den rechne ich nicht mit raus. Der ist aber komplett wieder übertaktet. Eieieiei. Ich hab das einfach nur irgendwo reingedonnert, damit das hinkommt. Okay, 1, 2, 3. Vom Moment. Ding her muss es hinkommen. Hä? Vielleicht ist die eine oder andere Führung etwas komisch, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19, 30, 1, 2, 3, 34. Wo sind die Weißen? 35, 36, 37 und ich glaube, der hier war krumm, ne? Ist hier noch was? Nee, ne? 37? Circa 37 Fabriken mal 10, also 370. Wir brauchen doch 10, oder? Der ist übertaktet. Das ist Eisen, das ist wieder was anderes. Ja, 10 Stück. 37 mal 10, 370. Sehr einfach zu rechnen zum Glück. Und 13 mal 5. Was hatten wir eben dann Überschlag? wie du jetzt schon den Verstand verlierst. Du brauchst den Passierschein A38, damit du das ausrechnen kannst. Okay. Okay. Was habe ich hier gerade? 179 minus 175 müssten hier noch an Überschuss kommen. Haben wir 175? Jetzt leuchten hier schon 4 gelb. Deine Anwesenheit zerstört meine Produktion. Der ist überfüllt, der ist leer. Der ist überfüllt, der ist überfüllt, der ist überfüllt. Gut. Es sind einfach 4 gelb. 6 pro Minute, warte mal, wie viele brauche ich? 100. Das kommt ja gar nicht hin. Nee, kommt auch nicht. 16 mal 6? Doch. Okay, da muss der nur 4 herstellen. 70%. Aber wenigstens ist auf dieser Seite alles grün. Der kriegt nicht mal 100% hin, weil er die Schrauben nicht schnell genug abliefern kann. Der arbeitet nur mit 96%. 97 jetzt wieder. Der ist auf 99%. Der ist auch nur auf 99%. Warum lachst du? Das ist die Fabrik, die Verrückte macht. Ganz ehrlich, kannst du jetzt verstehen, was ich erleide, wie lange ich hier schon dran rumbaue? Und jetzt kommen hier Schrauben bei raus. Was das für eine Bürde ist? 99%. Ha, guck mal, diese Fabrik rennt nicht mehr. Ja, das baut alles aufeinander auf, ne? Was? Du produzierst vielleicht genug Stahlbalken-Dinger. Stahlbalken? Eisenstangen. Ja. Aber die werden nicht alle rechtzeitig verbraucht, weil die eine Schraubenproduktion nur 95% läuft. Weil sie nicht genug abpumpen kann, angeblich.
Aber es können auch nicht alle Schrauben rechtzeitig verbraucht werden, weil dieser eine Assembler nicht genug Eisenplatten kriegt, um auf 100% zu laufen. Und warum, das heißt, warum kriegt er nicht genug Eisenplatten? Weiß ich nicht, der läuft noch 2/3 seiner Leistung. Wo müssen wir denn, wir müssen ja dann irgendwo weiter vorne ansetzen, damit es hinkommen kann, offensichtlich. Der hier rennt auch nur auf 80% und den hast du sogar übertaktet, dem fehlen auch Eisenplatten, die sind nicht voll. Dieses Menü lädt erst gar nicht, danke Internet. Also sind Eisenplatten das Problem. Sehe ich das richtig? Zumindest so 1-2 anscheinend. Weil immer nur die hintersten Fabriken sind gerade so nicht voll. Naja, weißt du, wo das Problem anfängt? Soll ich dir sagen? Bei der Planung? Nein. Das Problem fängt bei den Schmelzöfen an, die nicht ihre ganzen Eisenbarren raushauen, wie sie könnten. Das sind 400 auf Lager. Ja. Da müssten wir anfangen. Das ist nämlich das Problem. Also hier kommen die Eisenplatten raus. Warte mal, das heißt ja, dass manche Konstrukteure nicht genug Eisenplatten produzieren. Oder? Laufen die denn alle auf 100%? Die Eisenplatten? Die normalen? Können sie ja dann nicht. Der hier läuft auf 50%. Eisenplatten. Von Eisenbarren in Eisenplatten laufen 2 auf 50%. Ja, und warum? Kriegen die nicht genug Eisenbarren? Die laufen auf 94%. Ja, die kriegen nicht genug Eisenbarren. Siehst du, und das ist das Problem, weil da 400 fehlen. Oder so. Die da fehlen 400. Naja, es sind 400 auf Lager, die nicht geliefert werden. Ja, und wieso lieferst du die denn nicht? Ich weiß ja nicht, warum die nicht kommen. Du hast doch ausgerechnet, dass das von den Geschwindigkeiten hinkommen müsste. Also in diesem Abteil habe ich noch gar nichts gerechnet. Aber ganz unten, die Förderbänder, die reichen aus. Ich guck mal kurz hier durch. Wo kriegst du denn dein Eisen her? Von hier. Bup, 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 bup. Und du kriegst dein Eisen von... Du bist ein Splitter, oder? Nee, du bist ein Merger. Von links und von rechts. Du kriegst das alles von diesem Fließband. Dieses Fließband ist von hier. Du rennst auf 98%, 98%, das wird wohl passen. Also wenn das nicht alles genau 100% ist, dann ist das so. Das ist bei so einer Produktion von der Größenordnung, ist es halt nicht anders machbar. Aber so 99, 98 oder so, das sollte schon drin sein. Oder irgendwas über 90. Ich wundere es viel mehr, dass sie hier alle konstant 98 anzeigen, obwohl Eisen-Input voll ist und Eisen-Output immer leer. Na guck mal, der zeigt jetzt 100 an. Das ist doch besser. Ah, der jetzt auch. Weißt du, das wäre alles einfacher, wenn ich einfach Förderbänder hätte, die endlos viel transportieren. Manche Produktionslinien 30, haben einfach mehr als 780. 120, und genau da liegt das Problem. 240, 30, 360, 420, 480, 45, 600. Hä, 600? Achso, du pumpst hier nur 600 Eisen raus, okay. Mit diesem einen Fließband. 600 sollte ja auch passen. Geht dann hier rein. Achso, das wird hier nochmal gesplittet. 600, dann kommt 300, 300. Okay, dann kommt hier 300 an. Und von dieser Seite, das wird auch nochmal gesplittet. 50, 50. Wo kommt das denn? Das ist wahrscheinlich genau das gleiche in 600er, ne? Oder ist hier was über... Nein, der ist übertaktet. Zwei sind übertaktet. Autsch. Drei sind übertaktet.
Also kommen hier 690 raus. Ist das so, ja? So, wenn hier 690 Band durch 2 teilt, kommt 345 raus. 345 plus 300 macht für mich 645. Für mich auch. Was habe ich gerechnet? Achso, das ist schon das Halbierte und das. 645. Da das hier durch 2 gesplittet wird. Oh nein, der eine ist übertaktet. Okay. 45, 75. Du redest darüber, 105, über die Übertaktung, als wenn da irgendwie, weiß ich nicht, ein Acher, als wenn da ein Hollow auftaucht. Oh nein, es ist ein Hollow. 195, 225, 255, 285, 315, 345, 375, 405. Liest du gerade Telefonnummern vor? 435, 465, 495, 525, 555, Nase, 585, 615, Nase. 645. Moment, 645. Ja, gut, dann haben wir es ja gefunden. Was denn? Da sich da nichts anstaut und du durch die beiden Fließbänder 645, also 654, 645 Input hast. Und das genau vor den letzten zwei Eisenplattenfabrikatoren aufgebraucht ist, fehlen dir anscheinend 600 Eisen knapp. 60 Eisen waren knapp. Aber wie kann das sein? Eigentlich kann das nicht sein. Dann habe ich die einfach nur dumm aufgeteilt. Dann hast du vielleicht einfach vergessen, welche zu übertakten. Oder ich sehe dieses Split hier auch nicht. Oder läuft hier irgendwas anders? Die laufen hier ja voll. Das müsste sich ja stauen. Also vielleicht kommt auch mehr als die 300 irgendwas an, weil das hier ja voll stopft. Aber vielleicht stopft es so wenig voll, dass es gerade nur so ausreicht, dass die hinteren zweimal berührt werden. Das ist auch doof, wenn man so viel von unterschiedlichen Lanes immer zusammen wird. Ja, vor allen Dingen kann man sich irgendwie nie sicher sein, ob das wirklich rechnerisch alles so hinkommt, wenn man da Überschuss macht oder so. Ich glaube, das wird das Problem sein. Also das Übertakten macht das Rechnen auf jeden Fall nicht einfacher. Nee. Da gebe ich dir also ausnahmsweise mal recht. Also wenn das hier 690 sind, die von hier an, was sind das hier? Er braucht erstmal 5 Folgen, um meine Fabrik zu verstehen. Der wird ja zweimal gesplittet. Wer? Und wo komme ich denn gerade an? Ah, nee, Moment, den hatte ich. Das ist eine ganz andere Linie nochmal. Oh Gott, wo kommt denn die Linie her? Welche Linie habe ich denn jetzt? Irgendwie finde ich es lustig. Ein bisschen traurig auch, aber auch irgendwie lustig. Also hier staut es sich. Wieso staut es sich hier? Ja, dass die Eisenstangen sind. Stockt der hier beim Einlauf? Der stockt ein bisschen beim Einlauf. Okay, wir sind jetzt
Das klingt falsch. Ein Lauf. Wir sind jetzt so fast bei 9000 konstant Stromverbrauch aktuell. Ja, aber okay. Alles, was du hier produzierst in dieser Linie, klappt ja nicht so ganz. Das stockt ja. Warum kommt hier nicht genug Beton an? Es müsste ausreichend Beton ankommen. Ah, okay. Darf ich was umbauen? Was denn? Ich würde diesen einen Splitter die Input-Outputs tauschen, weil hier bei dem einen sagst du hier, Left ist Overflow und rechts soll Eisen rausgehen. Und ich würde das mal tauschen auf, dass links direkt gesagt wird, Eisen geht raus. Und rechts der Overflow. Ja, dann mach. Du weißt ja, was du geändert hast. Falls alles kaputt geht, wissen wir ja warum. So. Was brauchst du? Hier gehen nämlich. Weil hier kriegt er nämlich Input. Ich brauchte. Steel Pipes muss ich hier noch herziehen. Die ziehe ich hier hin, dann ziehen wir die gemeinsam um die Fabrik herum. Und da oben machen wir dann die schwere modulare Rahmenfabrik. Klingt logisch, oder? Finde ich auch. Ja. Also, dass bei der Größenordnung der Fabrik halt irgendwann mal irgendwas nicht 100% funktioniert, das war mir schon fast klar. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Vielleicht hast du den Splitter von der falschen Seite aus betrachtet und andersrum gedacht und darum links und rechts verwechselt. Mal gucken, ob der sich jetzt fängt. Was hatte das denn beeinträchtigt? Naja, diese eine Linie, die hier die ganze Zeit am Stocken war. Ging in den Splitter rein, der links halt zu Eisenstangen ging. Okay. Und rechts auch in Eisenstangen, aber vorher noch in den Merger rein. Ah, okay. Die andere Seite von dem Merger hat halt von der anderen Linie die ganze Zeit zuerst auch noch bekommen. Okay. Weil da halt gesagt wurde, pump da das Eisen hin, solange den Overflow zur anderen Seite. Und dass er da irgendwie die Prio jetzt falsch hatte. Also der hier scheint zumindest nicht mehr zu stoppen. Der kriegt auf jeden Fall all sein Zeug weg. Aber dieser Teil scheint immer noch voll genug zu sein. Mal kurz am Ende gucken, ob hier überhaupt noch genug ankommt. 100. Nee, das scheint hier voll zu sein. Der kann produzieren und kriegt alles weg. Okay. Mann, Strom! Ach guck mal, die Eisenplatten produzieren jetzt schneller. Die zwei, die vorhin nur halb produziert haben. Also die klappen zumindest. Wo sind die denn jetzt? Die sind normal auf 99 bis 100%. Okay, und Eisenplatten haben doch irgendwo anders gefehlt, meintest du? Hier bei den schweren modularen Rahmen. Schwere modulare Rahmen habe ich noch nicht. Bei den schweren Eisenplatten. Verstärkte Eisenplatten. Wo auch immer die sind. Hier, die jetzt auch langsam auf 78% sind. Und der hat schon 99%. Der läuft jetzt langsam voll. Der hat jetzt 30 von 6 Platten drin. Jetzt muss die andere Seite nur nachziehen. Gogo, du schaffst es. Ja! 8 von 6, als er gestartet hat. Der müsste jetzt auch bald auf 100 hochschießen. Komm schon. 12 von 6. Vielleicht aber auch nicht. Ich find's schön, wie du ihn anfeuerst. Das gefällt mir. Ah, okay, der kriegt gerade ein bisschen zu wenig. Aber wieso kriegt er noch zu wenig? Weil der zu viel frisst? Wieso kriegt der zuerst? Er ist schon auf 35. Wieso läuft der voll und der andere nicht? Weil... Das sind Links-Rechts-Splitter.
kann sich doch gar nicht aussuchen, wo er zuerst reingeht. Und der geht auch nicht weiter. Ach, das wird noch voll laufen. Der ist schon auf 4, auf 40. Easy peasy. Pumpt den gleich einfach selbst Eisenklappen rein. So. Jetzt müsste er voll laufen. Hast du dir jetzt einfach so manuell welche reingelegt noch, oder was? Ja, damit er schneller voll ist. Ja. Der ist ja so oder so gerade voll gelaufen, die eine Seite. Von daher soll das ja passen. Huch. Autosave. Darum bewegt sich auch nichts. Okay. Okay, der eine will noch nicht so ganz. Der will noch nicht auf die 100%. Der ist aber auch übertaktet, der andere nicht. Also wenn die Übertaktung nicht wäre, dann sieht's schon besser aus. Wieso kriegt denn der aber noch nicht genug Eisen? Das muss doch langsam passen. Der ist voll. Der ist randvoll. Der ist randvoll. Der ist randvoll. Der ist randvoll. Das war dumm. 3, 4. Was machen die hier? Oh, schwere Modularen. Erschwere Eisenklappe. Der muss ja auch noch verlaufen auf der Seite. Eieiei. Okay. Vielleicht geht's jetzt schneller. Hast du gemacht? Ich habe das Volllaufen beschleunigt. Aber ich glaube nicht, dass es trotzdem reichen würde. Auch wenn er hat immer so ein bis zwei mehr bekommen. Das sind ein bis zwei, die dem anderen gefehlt haben. Könnten. So, der ist voll. Du bist auch übertaktet, ne? Du bist aber nicht komplett übertaktet. Wieso hast du schon wieder eine andere Taktung? Weiß ich nicht. Eieiei. Okay, okay. Läufst du voll? 13 von 6, 14 von 6, 15 von 6. Gebaut. 13. 14. Ah. 11, 12. 13, 14, 15. Ah ja, gut, das sieht so aus, als ob der hier volllaufen würde. Zwar ganz langsam, aber er sollte es schaffen. Du schaffst das. Gut, der läuft voll, der wird bald 100% anzeigen. Dann fehlt's nur noch du, Brudi. Brudi? Du bist dann ja auch voll, wenn der... Du bist kurz davor, richtig zu laufen. Wenn dein Kollege da drüben mal alles hat... Dann bist du auch so weit. Dann bist du auch so weit. Das ist die letzte Eisenplatte in zwei Zyklen, die dir fehlt. Oh? Oder hast du dich schon gefangen? Komm, 90%. Da, du bist schon wieder für eine neue Produktion. Gerade so. Na? 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 Ein noch? Ein noch? Nee. Reicht noch nicht ganz. Aber wenn du hier fertig bist. Reicht noch nicht ganz. Wenn du fertig bist. Ja, komm hier. Bist du jetzt schon wieder auf 17 von 6. Ja, so in 4 Stunden oder so könntest du dann die richtige Auslastung erreicht haben. In 4 Stunden? Weil das so ultra lange. Voll läuft oder was? Ja, das irgendwie so ganz knapp ist, ja. Aber wenn es ultra langsam voll läuft, heißt das doch eigentlich, dass die Kalkulation richtig war. Weil es haargenau hinkommen müsste. Da er jetzt voll läuft, ja. Und das bei so einer großen Produktion ist das doch nicht schlecht. Also, wenn ich jetzt mehr Eisenplatten hätte, die ich da reinpumpen könnte, dann könnte man schneller gucken, aber.
Ja. Du hast nicht zufällig 150 Eisenplatten übrig, die du nicht brauchst? Nee, leider nicht. Verdammt. Könnte zurückfahren zur Hauptbase, welche holen. Wieso kommen wir denn jetzt schon wieder nicht genug? Es müsste. Ah, hier läuft. Okay, hier läuft langsam alles voll. Okay, ich bin ruhig. Genau. Es läuft langsam alles voll. Ja, hier jetzt auch zum Beispiel. Aber das liegt auch daran, weil die Produktion nicht mehr abfließt. Also das muss ich nochmal beobachten. Aber eigentlich müsste eigentlich funktionieren. Also mit dieser Fabrik kann man sich lange beschäftigen. Sehr lange. Ja. Vor allem, weil sie auch sehr lange braucht, um richtig zu laufen. Willst du meine Fabrik offenden? Nein, das liegt am System. Ich mag meine Fabrik. Egal, ob du sie nicht magst. Ich hab doch irgendwann mal. Wenn man das so in Reihe schaltet, wie lange das brauchen würde, damit die Fabriken auch wirklich volllaufen und so. Da gab's doch. Wie heißt denn das nochmal? Ich weiß nicht, wie das heißt. Some highlights below. Mir fehlen schon wieder all Klettplatten. Ja. Ja. Ja, was? Ja. Für ein Tier 5 Belt Rough Formula ist close to Machines minus 6 mal Stack Size durch 100 in Minuten. Was? Wie viele Maschinen hatten wir da? Viele. Sehr viele. Okay. Rechnen wir mal nur mit den letzten. Das waren ja. Die hatten. Ach Gott, was hatten die jetzt verbraucht? So, warte, was brauche ich noch? Ich muss mal eben jetzt nochmal gucken. Also, ich habe die modularen Rahmen. Jetzt 220 Concrete die Minute brauche ich noch. Beziehungsweise 200, weil ich ja 20 zu viel hatte, richtig? Ja. Oder waren es 30 zu viel? Weiß es nicht. Steel Pipe. Genau, 22 minus 6 mal 100 durch 100. Eine halbe Stunde? Könnte das hinkommen, bis es dann voll ist? Nur mehr Eisenplatten und guck einfach mal. Das Rechnen. Das kann doch keiner mehr am Abend. Weißt du, was ein Problem wird? Dass ich die Flüssigkeiten hochpumpen muss. Und zwar ziemlich weit hoch.
Stickstoffgas. Das könnte ein Problem sein. Außer man schiebt es mit Zügen hoch. Wobei, man kann ja mehrmals 50 Meter hoch pumpen, oder? Ja, du musst nur alle 50 Meter dann eine neue Pumpe setzen. Ja, dann oder ist dann alle ist dann 45 oder so. Dann ist das egal. Kostet halt nur jedes Mal ein bisschen Strom, so eine Pumpe. Ja, aber das. Das ist ja nicht mein Problem. Nee, wer anders kümmert sich schon um den Strom? Irgendwann mal wieder. Ich würde ja gerne Atomkraftwerke bauen, aber du bist ja so Atomkraft, nein, nein. Ja, mach doch. Ich hab doch gesagt, wenn du machen willst, dann mach doch. Do it, do it, do it. Do it now. Hast du eigentlich immer noch Urlaub? Nein. Wieso nicht? Weil ich morgen arbeiten muss. Schon die ganze Zeit oder seit wann hast du keinen Urlaub mehr? Ganze Woche schon wieder. Die ganze Woche, Kev? Ja. Wie hast du das, wie hältst du das aus? Gar nicht. Er leidet einfach. Weißt du, was ein weiteres Problem ist, was die Produktion hier kaputt machen könnte? Dass ich regelmäßig ganze Stacks ausleere. Weil ich zum Beispiel Eisenplatten brauche. Wo bist denn du gerade? Bin ja zum Hub zurückgeflogen. Ah ja. Wie schnell? Dank der Hypertube TM. Punkt. Die normale Hypertube oder hattest du noch was verschnellert? Kommst du noch mal wieder zurück? Wenn ich nur Eisenplatten holen wollte, komme ich gleich zurück, ja. Dann bring Kunststoff mit und. Meinst du Plastik? Ja, Plastik. Und. Warte. Motoren. Viel. 500. Wie? Motoren oder Plastik? Moment, Motor oder Rotor? Motor. 500 Motoren? Ja. Nein. Motoren, warte. Motoren bringst du mit 100? 500 Plastik, ein paar Kabel und schwere modulare Rahmen. Wobei, die werden eh angeliefert. Modularen Rahmen hast du da? Ja, die werden ja angeliefert, ja. Komplettzug. Habe ich extra eingerichtet für dich. Ja, danke. Zug. Und ein paar Kabel. Du meinst die schwarzen Kabel, ne? Nicht die Kupfer. Das ist Draht. Das ist ein chemisches Element. Du müsstest den Insider verstehen, weil du Breaking Bad geguckt hast. Ja, das ist nur ein bisschen länger her. Motor. Du bist ein Motor. Irgendwas um die 100 Stück meintest du, glaube ich. Ja. Und Kabel, wo liegen die? Brennstoff? Brennstoff ist dann kein Kabel. Kabel, da! Und die Eisenplatten, deswegen ich überhaupt erst hier bin. So. So, meine Freunde. Zeit für eine neue Runde. Und wolltest du nicht die Tannenbaumsachen hier alle abreißen? Hab ich doch. Ah ne, die Tannenbäume selbst habe ich noch nicht abgerissen, aber alles, was dazugehört. Ich wollte gerade sagen, die Tannenbäume stehen da noch, so kurz vorm Sommer. Und es war Sommer. Ja, der gute Sommer 2023.
Also der im letzten Jahr war schon wieder kacke warm, ey. Magst du das nicht? Nee. Also der Sommer 2022 ging ja... 22, ja. Der ging ja auch wieder voll in die Geschichte ein. Ich könnte... Warte mal, das sind... Wie viele sind denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mal 15 sind... 30. 180. Sag ich. Doch. Reicht. Finde ich auch. Mit den 200, die ich ja sowieso noch hatte... Die 20 oder 30 waren es vielleicht sogar. Müsste das reichen.